Es war am 16. September 1979, als Doris Strelzig mit ihrem Mann, den zwei Söhnen und einer befreundeten Familie in einem selbstgebauten Heißluftballon aus der DDR nach Oberfranken flüchtete. Zum Jahrestag besucht die Familie das Museum am Checkpoint Charlie in Berlin. Dort steht ein Modell ihres Fluchtballons. Auch nach 4 Jahrzehnten ist die Erinnerung an diese Flucht nicht verblasst. Also was ich nie vergessen werde, das ist, wo wir gelandet sind, damals, ehe die Polizisten kamen, dass wir praktisch, wir hatten eine harte Landung, eine kalte Landung. Und wo dann die Polizisten kamen und unsere Männer haben gesagt, sind wir hier im Westen. Also, dass man dann, also da ist ein, irgendwie sind wir gesackt. Also da habe ich gedacht, Gott, jetzt haben wir es geschafft. Otto Oeder aus Lichtenberg war einer dieser Polizisten, die die beiden Familien aus der DDR damals bei Naila im Landkreis Hof in Empfang nahmen. Dort war ihr Heißluftballon auf einem Feld gelandet. Hier, direkt an dieser Stelle, lag der Ballon, die Hülle des Ballons eigentlich und diese Plattform, auf der die Flüchtlinge gestanden haben. Mittlerweile schaut es natürlich hier ganz anders aus. Es ist jetzt 40 Jahre her. Die waghalsige Flucht der beiden Familien mit dem selbstgebauten Ballon fasziniert Oeder noch heute. Eine knappe halbe Stunde dauerte die nächtliche Fahrt damals mit dem Ballon. Die Familien wussten bis zuletzt nicht, ob sie es wirklich in den Westen geschafft hatten. Sie sind dann ausgestiegen, die beiden Männer, die Frauen und Kinder haben sich versteckt in die Büsche und im Unterholz. Und die Männer sind losgelaufen, um erst einmal zu erkunden, sind wir noch im Osten oder haben wir unser Ziel erreicht. Dann kamen sie, die beiden Männer, an eine Scheune an und sahen da, dass westdeutsche Traktoren oder Mähdrescher und andere landwirtschaftliche Geräte. Einer seiner Kollegen fotografierte Otto Oeder damals vor der Ballonhülle auf dem Feld. Dieses Bild sieht er sich mit seiner Frau noch heute oft an. Muss immer wieder darüber nachdenken, in welch großer Gefahr die Flüchtlinge damals schwebten. Im Hintergedanken habe ich schon gehabt, Mai, wenn das schiefgegangen wäre, was haben die Eltern auf sich genommen? So eine Entscheidung zu machen, zumal ich ja gesehen habe, wie die Plattform ausgeschaut hat. Es war ja kein Korb wie bei einem Normalballon, sondern nur eine, wie eine Tischplatte. Und da waren außen 2 Stricke rumgebunden. Und die Kinder mussten dort knien. Und es war schon sehr gefährlich. Ich weiß nicht, ob ich mit meinen Kindern sowas gemacht hätte, weil das ist eine große Verantwortung. Eine Ausstellung im Nailaer Museum dokumentiert die Geschehnisse des 16. September 1979. Ein Tag, der für Otto Oeder unvergesslich bleiben wird.